willkommen zum Büchermontag, meine lieben Leseratten und Hörbuchfreunde. Ne? Wir haben es wieder geschafft, wir haben wieder einen Wochenanfang und freuen uns alle, mich zu sehen, den Büchermontag wieder zu haben und zu erfahren, wer denn der Gewinner vom Ehekammer-Sutra wird. Und jetzt frage ich mich mal wieder, ne, was denkt ihr denn, was ich für einen Schweinkram verlose? Es ist der, also es ist das Ehekammer-Sutra. Es hat nichts mit dem Kamasutra im eigentlichen Sinne zu tun. Da wird nicht gemacht. Ihr versteht, was ich meine, ne? In der Ehe kommt sowas doch nicht mehr vor. So, 5 Leute haben sich für das Rädchen hier, ne, eingefunden. Und dann gucken wir mal, wer diese tolle, kleine, niedliche Büchlein gewinnt. Für den einen oder anderen sollen wir dann nur noch eine Frau finden. Und es ist Prokratis. Herzlichen Glückwunsch, lieber Andi. Du hast gewonnen. Beziehungsweise ihr wart Bedetruf, ne? Die Irene ja auch vom Kanal The Green Spirit. Ne? Ihr habt jetzt das Ehekammer-Sutra. Und wir möchten da natürlich so einige sehen von euch. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Adresse habe ich. Krieg keine neue Adresse. Na toll. Ne? Alle anderen, die mitgemacht haben, vielen Dank. Ne? Ich glaube, da war, was war denn das? Wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Dieses Strahle, Mal und Co. Ich hoffe, irgendwann findet sich hier wieder was für dich. Black Shadow, du hattest erst gewonnen und Lautschmal ist es ja schon gewohnt zu verlieren. Ne? So, kommen wir jetzt zum neuen Büchlein. Und zwar geht es diesmal. Eigentlich wäre jetzt ein Kinderbuch dran. Ich habe mir aber gedacht, nach einem Buch, was das Wort Kamasutra beinhaltet, kann ich nicht ein Kinderbuch bringen. Ich kann aber ein Kinderbuch bringen, nachdem ich ein Gruselhörbuch gebracht habe. Ne? Ein Hörspiel. Und da haben wir diesmal John Sinclair. So, bei John Sinclair, da trennen sich ja die Meinungen. Ne? Entweder absoluter Hass oder absolute Liebe. Ich habe mal reingehört. Ja, ich verlose diese Büchlein ja nicht umsonst, ne, völlig eingeschweißt. Und das heißt Dark Symphonies, ne, das ist im Prinzip, sind da ganz viele Musiker zusammengekommen, die ein Tribut an John Sinclair ihm zollen, ne. Und da haben wir unter anderem Haudegen, Tocotronic, Xavier Naidoo, Deichkind, wir haben Nena, wir haben Marianne Rosenberg. Wir haben H-Blocks, wir haben einige hier, die extra teilweise ein Lied für John Sinclair komponiert haben oder irgendwas aus dem, was sie hatten, ihm gezollt haben. Und auch Jason Dark, der Autor von John Sinclair, hat sich hier ein Liedchen drauf gemacht. Ne? Außerdem ist da noch ein Hörspiel drauf, das heißt Angst über London. Ihr habt es schon mal in den 80er Jahren als Hörspiel, soll jetzt aber ganz anders sein. Also auch wer das aus den 80ern kennt, hier ist der Verlauf und das Ende anders. Ne, macht einfach mit, wer John Sinclair Fan ist. Außerdem interessiert es mich wahnsinnig, wer von euch John Sinclair Fan ist. Also ganz wirklich, ne? Seit 1973 gibt es ja den Geisterjäger. Ja, Kultfigur. Ich kann hier auch gar nicht so viel vorlesen, weil hier steht nur Angst über London. London liegt in Schutt und Asche. Flugzeuge stürzen ab, Züge entgleisen. Inmitten des Chaos ein Mann, den keiner kennt, aber der behauptet, John Sinclair zu sein. Für Fans ist das auf jeden Fall was ganz Tolles. Ne? Ist von 2012, geht ungefähr 141 Minütlein. Habt da Spaß dran. Ne? Und das möchte ich jetzt gerne verlosen. Wie gesagt, ist noch ganz neu. Ne? Ganz neu ist es. Meine Frage lautet jetzt, wie heißt der Autor von John Sinclair? Dies bitte unten in die Kommentare bis zum 23.02.2019 um 0 Uhr. Und dann werden wir nächste Woche erfahren, wer gewonnen hat. Ja, was bleibt mir jetzt zu sagen? Ich hoffe, ihr seid alle gesund, frisch und munter. Ihr genießt die frühlingshaften Temperaturen. Habt hoffentlich keinen Heuschnupfen und lasst es euch gut gehen. Und ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis denne. Tschüssi!